Herzlich willkommen hier zum vierten und wahrscheinlich auch letzten Supercars Scripted Tutorials. Und wie ihr schon seht, ich habe zwei Supercars gespawnt. Das ist noch bedingt durch meine Tests jetzt zwischen den zwei Videos. Denn ich habe mit Armenia Power getestet, ob denn überhaupt, ja, ob man da überhaupt mehr als einen Supercar erstellen kann ohne Probleme. Und es hat soweit funktioniert. Bis auf zwei Sachen, die möchte ich erstmal noch beheben. Das ist einmal, dass man schießen kann, wenn man stirbt. Das ist halt eben, wenn der Newsman explodiert ist und der Spieler innen drin, dass man da immer noch schießen kann. Und man kann auch als Beifahrer schießen, beziehungsweise wenn man sich hinten reinsetzt. Das habe ich ehrlich gesagt vergessen zu skripten, weil, ja, keine Ahnung, warum eigentlich. Da fragen wir nämlich hier ab, Player, Seat, und hier unten auch nochmal, denn wir wollen es nicht, wobei, Moment, wir haben ist Key Bound, dann ist es egal. Dann wird das nämlich damit abgefragt und ich mache es mal wieder ein bisschen größer, so. Denn wir müssen doch hier abfragen, if seat ist ungleich 0, then return false end. So, also wenn der Sitz ungleich 0 ist, also 0 ist der Fahrersitz, 1 der Beifahrer und 2 und 3 dann die beiden hinteren, dann soll die Funktion einfach nicht, beziehungsweise dann sollen die beiden Tasten nicht gebindet werden. Denn es ist nämlich das Problem, dass die, ja, wie soll ich sagen, die Beifahrer könnten dann schießen. Und dieses ganze Minigun-Triggern funktioniert zwar einwandfrei, aber das ist, ja, sozusagen das Problem dabei. Weil nämlich, wenn der Beifahrer schießt und der Fahrer auch schießt, der Beifahrer aber loslässt, dann würde der Beifahrer anfangen zu schießen, der Fahrer wieder aufhören zu schießen und der Beifahrer dann, wenn er die Taste loslässt, wieder anfangen zu schießen. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber... Ja, ihr müsst es einfach vorstellen, so wie wir es jetzt geskriptet haben mit Both, dass dann einfach immer wieder der neue Supercar Minigun State rausgekramt wird hier. Aber gut, das ist ja jetzt eh behoben. Und dann hatten wir noch, man kann schießen, wenn man stirbt. Dann machen wir einfach noch, am besten, wir machen das als Function Reset. 1 VEH. So. Das packen wir ja nach unten. Denn wir machen es als extra Funktion. Da können wir nämlich noch ganz viele andere Sachen hinzufügen. Moment. Local Player gleich get vehicle control. Upsala, controller. V. Damit fragen wir einfach ab, wer denn gerade das Fahrzeug steuert, und das ist ja der Fahrer, den wir auch gebindet haben. Und dann fragen wir einfach ab, if player end. Und ja, das Ganze können wir dann stehen lassen, weil es ist ja schon alles auf player geschrieben. Warum haben wir jetzt angefragt, if player? Denn wenn nämlich kein Controller da im Fahrzeug drin sitzt, dann soll es doch bitte auch nicht die, überprüfen, ob denn die Taste gebindet ist, weil dann würde es nämlich einen Fehler geben, dass nämlich der Spieler ja gar nicht existiert, den wir abfragen wollen. Und dann fällt mir gerade auf, wir könnten sogar den Spieler übergeben lassen, das müssen wir aber jetzt mal im nachfolgenden Verlauf hier klären. Wir rufen einfach dann die Reset Binds auf und dann sagen wir einfach VEH gleich VEH Source. Und das könnt ihr euch einfach wieder so als so eine kleine If-Abfrage vorstellen, dass wir einfach sagen, wenn es das Fahrzeug gibt, dann soll es auch bitte das Fahrzeug bleiben. Aber wenn es das nicht geben sollte, dann ist es Source, weil Source ist dann zum Beispiel bei OnVehicle Exit das Fahrzeug. Das könnt ihr auch gut in der Wiki nachlesen. Wir können uns das auch direkt mal so anschauen. Upsala, indem wir hier kurz restarten. Supercar. Und Restart. Wunderbar. Dann steigen wir ein, dann dürfte noch alles funktionieren. Ich mache übrigens mal Debug-Script an. 3. So, wir können ja wunderbar schießen und ja, Feuer. Und wenn wir aussteigen. Ah, okay, ja.
Ja, jetzt haben wir nämlich den Salat, den jetzt können wir nicht noch außerhalb schießen. Was für sich Get wie Controller? Das dürfte aber jetzt eigentlich funktionieren, Moment. Und die Exit müssen wir uns direkt mal im Wiki anschauen. Source of this event is the vehicle that was exited. Ja, das ist eigentlich richtig. Okay. Machen wir das einfach mal so. Das werden wir gleich sehen, ob das funktioniert oder nicht. So. Ja, jetzt können wir schießen. Beim Aussteigen. Au. Können wir immer noch schießen? Okay. Das ist natürlich jetzt relativ dumm. Erstmal wieder Skin setzen. Der sieht ja ekelhaft aus. So. Ja, hier geht's noch ordentlich los. Das kann ich ja mit dem Minuswind um die Wette schlagen. Los, Angriff! Voraus. Ja. Was haben wir denn jetzt hier falsch gemacht? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Merkt man bestimmt gar nicht. Wir schreiben es einfach mal so, um dass wir das Fahrzeug immer als Source übergeben. Mal sehen, was passiert. Ich kann mir das gerade auch nicht so wirklich erklären. Es ist halt eben teilweise auch so, dass sich Funktionen über die verschiedenen MTA-Zeile ändern. Ja, ja, wir haben jetzt immer noch das Problem. Dann müssen wir es doch anders aufrufen, nämlich mit... wo ist denn jetzt hier Internet? Player Seed Checker. Und dann schreiben wir einfach ein hier... Player Seed. Wobei, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Gleich Player. Oh. Ja, vielleicht funktioniert das. Also, wenn es funktioniert, erkläre ich es euch. Ansonsten, ja, würde ich dann nochmal kurz rumtesten. So, wunderbar. Schießen. Aussteigen. Ja, okay, jetzt haben wir es nämlich gelöst. Also, es war einfach das Problem, dass es nämlich keinen Controller mehr findet, wenn wir schon ausgestiegen sind. Denn ja, dann sitzt eben niemand mehr im Fahrzeug. Und deswegen war es hier immer false und die Abfrage ist dann immer negativ ausgefallen. Und insofern, ja, haben wir das insofern übergeben, ja, umgestellt, dass es eben entweder der Spieler ist oder eben der Controller vom Fahrzeug. Und dann können wir nämlich auch hier on Vehicle Explode. Und dann müssen wir nämlich Function Reset Binds End. Wobei, das hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Ist natürlich jetzt relativ fragwürdig, ob das alles auch zusammenhängt. Das können wir aber direkt mal ausprobieren, indem wir hier unten einfach eine, ja, na, Output Checkbox reinschreiben. Unbind. So. Wunderbar. Restart. Und jetzt müssen wir uns einfach mal selber explodieren lassen. Das dürfte aber mit diesem Fahrzeug nicht allzu schwer sein. So. Ah ja, Unbind. Okay. Hat also alles wunderbar geklappt. Wir können auch noch mal kurz hin. Also hier. Sollte durchaus mal meine ganzen Testskripts hier überarbeiten, dass der Key gut da bleibt, weil jetzt werde ich ihn nicht mehr erstellen. Ja, wir schießen auch nicht mehr, perfekt. Und insofern hat das auch alles geklappt, sprich, wir rufen da einfach Reset Binds auf mit dem Argument Spieler, was wir ja oben hinzugefügt haben. Wo eigentlich? Ach so, Moment. Reset. Wo ist denn hier Onvehicle Explode? Ja, okay. Na, dann passt das doch. Ja. Dann war das also alles klar. Und wir können auch noch wenn Onvehicle Destroy, sprich, wenn dieses Fahrzeug
zum Beispiel per Admin-Befehl zerstört wird. Das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Ich muss kurz restarte. So. Und dann dürfen wir das alles auch relativ gut abgesichert haben. Ja, es kommt natürlich Kegelhut, Error. Moment. Wenn ich Zeit habe, überarbeite ich das mal. Das ist schon so alt, das Skript. So, destroy. Und, oh, oh. Ach, nö. Ach so, jetzt hat es natürlich... Warum hat es eigentlich den hier nicht zerstört? Ja, okay, dann machen wir nochmal eine eigene Funktion. Ja, Skripten ist halt eben, dass man eben auch teilweise nicht genau weiß, wie ungefähr alles funktioniert. Deswegen gibt es ja die ganzen Tests mit Output Chatbox und so. Und jetzt habe ich eben gerade herausgefunden, dass das nicht so funktioniert, wie ich es möchte. Denn dann müssen wir nämlich Handle Destroy Player aufrufen. Upsala, Handle Destroy Get Vehicle, upsala, Vehicle Controller Feuer. Das machen wir oben auch nochmal, einfach nur damit es besser aussieht. Nein, Moment. Get Vehicle Controller Source. Ach du Gott. Jetzt fängt es schon wieder so an. Weil hier ist nämlich das Fahrzeug Source, denn das haben wir ja gerade im Wiki angeschaut. On Vehicle Explode, the Source Element is the Vehicle that is exploded, oder was da stand. Ja. Insofern machen wir nochmal ein Handle Destroy, nämlich if player then upsala reset binds player und wir möchten nämlich destroy element wie haben wir dies alles genannt? Hirschkopf Rocket Launcher, okay. Und wobei, ach, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das können wir eigentlich auch weglassen. So. Einfach nochmal kurz als Handle Destroy. Damit das alles dann auch funktioniert. Denn das dürfte nämlich jetzt funktionieren, weil ansonsten werde ich dann langsam ein bisschen böse. So, probieren wir das alles nochmal. So, ich kann ganz toll klicken. Noch. Ui. Destroy. Na! Oh! Moment. So, ich habe jetzt auch schon gleich den Fehler gefunden. Ach, ich war natürlich... Sorry, es ist bei mir vielleicht 32 bis 82 Grad in meinem Zimmer hier, keine Ahnung. Das Problem dabei an der ganzen Sache ist, dass wir nämlich bei Reset Binds zwar Source verwenden hier unten, aber dieses ganze Source nur hier drin vorhanden ist, denn das ist nämlich die Funktion, die wir aufrufen, diese hier. Und nicht die da unten, denn die wird einfach nur in der Funktion aufgerufen. Das ist ja total irrelevant erstmal. Und deshalb müssen wir nämlich hier Source übergeben. Und auch hier. Und machen hier einmal noch VEH davor. Können das nämlich hier wieder löschen, denn dann haben wir nämlich unser VEH. Und das hier können wir auch löschen, weil wir haben ja unseren Get Vehicle Controller. So. Und Handle Destroy. Das ist alles richtig, ja. Können wir das ja auch wieder löschen, denn wir haben nämlich jetzt hier VEH. Und wir machen, oder können hier dann auch wieder die Hirschkopf und Rocket Launcher zerstören. So. Achso, Quatsch. Was mache ich denn hier? Hier hinten schon mal die Klammern. Ah, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Na los. Destroy Element. Und schwupp. Und wir setzen
den Supercast VEH, den wir oben erstellt haben, auf nil. Denn dann wird nämlich dieser Eintrag gelöscht und es wird alles nicht mehr mit unnötigem Datenmüll getriggert. Also sprich, wenn ein neuer Server, wenn ein neuer Spieler auf den Server kommt, dann würde der nicht die ganzen Daten der schon zerstörten Supercars bekommen, was ja im Laufe der Zeit relativ groß würde. Und wir machen hier einfach nochmal ein Destroy Supercar. So. Denn das klingt nämlich besser und dann können wir nämlich einmal Create Supercar machen und dann Destroy Supercar. Das dürfte nämlich dann alles funktionieren. Und warum jetzt gerade die Miniguns mit weggegangen sind, aber nicht dieser Hirschkopf, das kann ich euch ganz kurz erklären. Denn wir haben die, wir haben das Parent von der Minigun rechts und links auf das Fahrzeug gesetzt. Sprich, wenn das Fahrzeug zerstört wird, werden auch die, Miniguns zerstört. Das hätten wir hier eigentlich auch machen können, fällt mir gerade auf. Aber dann, ja, wäre es vielleicht nicht so cool gewesen. Wobei eigentlich, was mache ich hier überhaupt? Wir setzen es einfach als Parent. Da brauchen wir diese ganze dämliche Funktion nicht. So. Set Element Parent. Ups, Parent. So. Parent. Rocket Launcher VEH. Und dann machen wir hier noch Hirschkopf, so. Wunderbar, das können wir auch hier noch ordentlich einrücken, damit es alles, damit man das erkennt, dass es hier mit dazugehört. So. Wunderbar. Und wir möchten natürlich jetzt auch noch die Passung einbauen, die ich beim letzten Mal versprochen habe. Und das wäre dann Set, gute Frage eigentlich, Set Element, ich habe gerade echt, Set Element, ach, Set Element hier, ach du Gott. Und das setzen wir jetzt einfach mal auf 5000, sprich fünfmal so stark, denn ein normales Fahrzeug hat 1000. Und jetzt testen wir das Ganze nochmal, denn ich habe nämlich so das Gefühl, dass ich trotzdem noch irgendwas vergessen habe. Wow. So. Wir können ja ganz toll schießen. Ja, das funktioniert alles noch. Und wenn wir es jetzt zerstören, dürfte es auch. Nein! Mann, wieso geht das nicht? Moment. 48, 51. Was? Ach, C. Ach, nein. Nein, 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 nein. Moment. Warum ist das hier doof? Ich schätze mal, wir bekommen dieses Reset-Bind. Ach, natürlich. Weil wir hier. Okay, alles klar. Weil wir das hier nicht angegeben haben. So. Wunderbar. Es soll ja dann noch alles funktionieren. Ansonsten wäre es ja relativ sinnlos. Das müssen wir gleich nochmal probieren. Aber es hat den Hirschkopf zerstört und insofern passt das. Machen wir nochmal Destroy. Was? Wieso geht das nicht? Moment. Ich mache nochmal diese Output-Chatbox hier rein. Ist natürlich auch immer wieder ganz toll, dadurch, dass ich es nicht zuvor getestet habe, ob das überhaupt alles funktioniert und dann einfach Skripte, kann die Folge auch manchmal etwas länger werden. Aber ich denke mal, dass ihr dabei auch noch ein bisschen was lernt mit diesem ganzen Fehler suchen. Achso, jetzt wieder destroyen. Destroy. Ja, es wird einfach kein Unbind ausgegeben. Moment. Wie fragen wir das denn hier? If Player. Jetzt müssen wir einfach mal die ganzen Funktionen durchgehen. Ja, einfach an Reset Binds. Und wir fragen hier oben ab. Handle. Destroy. Ansonsten wollten wir ja die ganze Funktion eh nochmal umschreiben. Insofern passt das schon. Was will ich denn immer im Chat machen? So. Destroy. Ja, es ruft einfach überhaupt gar nichts auf. Wahrscheinlich, weil wir es irgendwie vergessen haben. Ende Destroy. Ja, weil wir nämlich hier oben Destroy Supercar aufrufen, was es nicht mehr gibt. Deswegen würde ich einfach sagen, machen wir das jetzt hier mal weg. Und machen hier wieder on Vehicle, on Element Destroy hin. Destroy, so. Denn wir müssen ja jetzt nur noch die Binds resetten, denn dieses ganze Destroy Element ist ja auch eh sinnlos, denn ja, wir haben es ja oben mit den Parents gelöst gerade. Ach, Skript, ne, sowas Tolles. so, Restart. Destroy. Jawohl, es hat sogar irgendein
Error ausgegeben mit Get Vehicle Controller. Das ist wunderbar. Warning. 59. Wo ist die 59? Hier ist die 59. Was? Expected Vehicle at Argument 1 got Object. Was? Ach so, weil es alles. Was? Ach so, weil wir das jetzt so. Rufen wir das jetzt einfach so auf. Und dann können wir bei Reset Binds wieder Player gleich Player or Get Vehicle Control aus Feuer machen. Ich schätze mal, es dürfte funktionieren. Puh. Da denken wir mal, man fixt einfach mal eine kurze Sache. Ach man, nö. Object, ach so. Aber es wurde geanbeinet. Okay, na dann müsste, das ist ja voll einfach. Dann müssen wir einfach nur abfragen. Player or get element type VEH gleich gleich VEH. Ups, oder? Ach so, es ist übrigens Vehicle and get the controller or return false. So. Das können wir nochmal kurz erklären. Also, der Spieler, wobei, das können wir eigentlich mal ordentlich schreiben. Wie sieht denn das aus? If player, beziehungsweise if not player, then if get element type VH gleich Vehicle, then else and return false. Geht damit halt Wege und ach so, okay. So. Und jetzt haben wir es nämlich ganz einfach. Das ist also das hier, die paar Zeilen sind einfach diese Zeile nur und schön. Sprich, wer die Zeile ja nicht verstanden hat, der versteht jetzt die paar Zeilen oben drüber. Ich dachte mir bloß, ja, jetzt fürs Tutorial wäre es sinnvoller, das alles ordentlich zu schreiben. Ja, wenn es nämlich keinen Spieler gibt, dann soll es abfragen, ob denn das Element VEH ein Fahrzeug ist. Und dann soll, ach so, Player gleich, soll der Spieler gleich dem Fahrer sein. Andererseits return einfach false, weil dann bringt es ja auch nichts mehr irgendwie weiter den Spieler rauszuforschen, weil der Spieler, den Spieler gibt es dann einfach nicht. Ich schätze einfach mal, dass dieser, ja, sage ich jetzt nicht Bug, aber diese Unstimmigkeit davon kommt, dass wir on Element Destroy VEH machen. Und dann gleichzeitig ist auch noch aufgerufen wird mit Set Element Parent, dass also wenn dieses Fahrzeug zerstört wird, gleichzeitig alle anderen Children, also ja, die wir mit Set Element Parent bestimmt haben, destroyed werden, wie es ja auch sein soll, aber dann auch das Event mitgetriggert wird. Ich glaube, das steht sogar im Wiki so. Und ja, deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal abgefragt. Gut. Und jetzt haben wir sozusagen schon, was ist ich, 23 Minuten oder so. Ach ja, Set-Element-Heath können wir uns direkt nochmal schnell anschauen. Genau, ihr seht hier unten 4984%. Und jetzt können wir hier rumfahren und verlieren viel weniger Leben. Ich weiß gar nicht, was passiert hier. Okay, ja, also wir halten jetzt auch noch ein paar Schläge aus. Jetzt sind wir zum Beispiel bei 2900. Können wir nochmal und nochmal. Und das dürfte es jetzt auch langsam gewesen sein. Ja, 600. Das Lustige ist, wenn wir jetzt fixen, dann haben wir nur noch 1000, sprich, es ist sozusagen eine nicht immer, ja, die Panzerung ist halt eben nicht immer da. Was wir jetzt natürlich noch machen können, wäre nämlich der Collision Damage Multiplier, das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Set Vehicle Handling, schreibt man das so, ja. Dann haben wir nämlich hier den Collision Damage Multiplier hier. Und wenn wir den auf 0 setzen, dann können wir das auch gleich mal wieder ausklammern, weil das hatte ich euch eigentlich nur gezeigt, damit ihr jetzt eben sehen könnt, was da passiert.
Das ist eine Möglichkeit für die Panzerung, aber dann müsst ihr eben euer gesamtes Skript so umbauen. Und mit diesem Collision Damage Multiplier, ich weiß nicht, wie es hier für den News drin ist, aber das ist meistens so 4 oder so. Können wir noch kurz restarten? So. Wunderbar. Und dann sehen wir hier die Fahrzeug-Lebensanzeige, da ist 1000. Wenn wir jetzt hier wieder. Lol. Moment. Er sollte jetzt eigentlich nicht mehr explodieren. Hä, was? Nee, warte mal. Collision Damage Multiplier. 0, 0. Ja, hä? Es ist wieder alles verbuggt hier. Ja, normalerweise dürfte der dann nämlich gar keinen Schaden mehr nehmen und dann, ja. Macht er eben. Ja, doch, macht noch Schaden, aber hat halt eben keinen Stress mehr. Restart Supercar. Da will ich euch mal was Cooles zeigen und dann funktioniert es nicht mehr. Das ist schon wieder typisch. Aber im Headset stand das eigentlich so. So, nochmal testen. What the fuck? Moment, wir starten gleich mal kurz Headed. Das muss ich jetzt mal kurz überprüfen, wie das alles funktioniert. Ja, das sieht natürlich jetzt hier sehr toll aus. Start Headed. Jetzt dürfte es, ja, losgehen. Oh, hab ich das? Genau, da kann ich nämlich. So, ja, geh mal weg hier. So. Ja, Collision Damage Multiplier stelle ich jetzt hier auf 0. Und jetzt dürfte es nämlich ja gar keinen Schaden mehr nehmen. Oh, doch. Okay. Gut zu wissen. Dass man das so nicht lösen kann. Okay, na dann war es eben die. Dingens, was ich meinte hier. Z-Element Hilfe. Okay. Tut mir leid. Dann klammern wir das, beziehungsweise hauen wir das hier wieder weg. Und ja, dann muss ich direkt mal gucken, ob ich noch einen Sirenen-Editor habe. Und wenn ich noch einen habe, dann erstelle ich noch kurz Sirenen. Und dann, ja, war es eigentlich schon für diese, ja, Serie hier. Ich denke mal, ich werde ein paar Newsvents hier spawnen lassen und dann das Skript auf meinen Testserver hochladen. Mein Testserver ist einfach Master Ems und das Passwort ist Master M. Ja, ist Master M. Ich packe die IP dann nochmal in die Serverbeschreibung. Da könnt ihr dann für vielleicht jetzt die nächste Woche dann nochmal drauf gucken und sehen, wie das alles funktioniert. Wie gesagt, es ist einfach nur zum Testen, damit ihr, wenn ihr richtig faul seid, eben euch nicht das Skript runterladen müsst oder einfach nur mal mit ein paar Kumpels Spaß haben wollt. Da dürfte ja nichts Schlimmes passieren. Ich lasse einfach Play Game Mode an und dann könnt ihr auch ein bisschen Spaß haben. Gut, dann werde ich erstmal sehen, wie ich das mache mit den Sirenen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt einfach den Sirenen-Editor von ne, mir verwendet und dann ist Folgendes dabei rausgekommen. Ich hoffe jetzt einfach, dass es funktioniert. Ah, wunderschön. Ja, zwei rote und eine weiße Lampe. Diese kann man ganz einfach mit H an- und ausmachen. Hier, wunderschön. Und jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Tutorial-Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das ganze Zeug habe ich ja noch in der auf dem Testserver von mir laufen. Insofern könnt ihr da jetzt noch, ich sag jetzt mal so, die nächste Woche nach Hochladedatum darauf zugreifen und schauen. Und ja, vielleicht bin ich auch mal drauf. Ich sehe, dass jemand drauf ist und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Tutorial. Euer Master M. Wow. Bam! Oh Mann, sowas bräuchte ich im Real Life.